Die Grünen und die SPD in Alfter sind davon überzeugt, dass eine Gesamtschule gut wäre für Alfter, die Eltern und die Kinder. Die Landesregierung will allerdings Gesamtschulen möglichst verhindern. Deshalb hatten CDU und FDP überlegt, ob man in Alfter eine Modellschule errichten sollte. Dieses Thema ist jetzt vom Tisch. Sehr ernsthaft und lange wurde im Schulausschuss diskutiert, mit überzeugenden Beiträgen von Grünen und SPD. Ergebnis: Nahezu alle Mitglieder des Schulausschusses stimmten dafür, einen Antrag auf Errichtung einer Gesamtschule bei der Bezirksregierung zu stellen. Noch vor den Sommerferien sollen die Eltern in den Grundschulen befragt werden und dann ein Schulentwicklungsplan erstellt werden. Die Grünen mit dem Bürgermeisterkandidaten Wilhelm Windthüß stellen fest, ein sehr deutlicher Elternwille würde helfen, eine ortsnahe Gesamtschule zu gründen. Bitte informieren Sie sich auch auf der Webseite der Elterninitiative Gesamtschule Alfter. Was ist jetzt wieder passiert?